Aksana, das sind immer die schwersten Interviews, wenn man erklären muss, warum es nicht geklappt hat. Wie analysierst du diesen Sprung? Der sollte ja ganz anders laufen. Ja, ich weiß ja nicht selber jetzt, aber ich denke, ich möchte so gut machen und vielleicht ich kann nicht jetzt selber sagen, aber so passiert so. Das ist immer die Grenze im Leistungssport. Geht man 100% an, kann es eben auch völlig schief gehen. Du hast dann auf den zweiten Sprung verzichtet, weil der ja dann keinen Sinn mehr macht, richtig? Ja, weil ich habe schon keine Chance, dann wofür? Nun bist du ja nicht das erste Mal bei einem solchen Ereignis. Nun hast du auch noch nicht zum ersten Mal einen solchen Tiefpunkt erlebt, wenn man eigentlich das meiste will. Tut die Verarbeitung trotzdem, fällt die schwer, tut das weh? Nein, weil wann passiert so, dann ich bin so sauer, dann ich mache weiter noch mehr und noch mit viel Kraft. Das macht ja richtig Mut, auch fürs eigene Leben, Schwierigkeiten so zu überwinden. Also dann alles Gute für das, was kommt. Das heißt, du bleibst der Mannschaft weiter erhalten? Ja, natürlich, weil ich weiß, ich kann zeigen meine gute Sprung, dann ich zeige. Gut, das macht richtig froh, eine solche Aksana zu sehen am Ende des Wettkampfes. Dankeschön. Bitte.